So, da haben wir eine super blasse Gegenlichtaufnahme. Das ist aber ziemlich wurscht, weil es geht darum, was ich zu quatschen habe. Es geht jetzt um die vielen Kritiker, die mir sagen, warum ich mich so aufrege und wieso, wie was. Jetzt hört es einmal zu. Wenn ich mich irgendwas aufregt, dann ist das mein Problem. Wenn mir irgendwas nicht gefällt auf der Welt und ich mich dazu äußere, ist es mein Problem. Mir ist einfach danach, mich zu äußern, und wenn ich etwas sehe, was mir gefällt oder auch etwas, was mir missfällt, dann poste ich das. Und äußere mich möglicherweise auch dazu mit ihr seid deppert, irgendwas in diese Richtung. Und da brauche ich nicht irgendjemand, der mich zurechtweist. Kehrt euren eigenen Scheiß zusammen und lasst mich in Ruhe. Und so wie es viele schon von mir persönlich bekommen haben, das sind die, die das jetzt nicht mehr lesen können, weil die habe ich schon entfernt, sicher auf solche Leute scheiße, die nicht zu die irgendwo im Hintergrund sagen, ja, hat er eh recht, aber ich traue mir es ja nicht sagen, ich traue es mir ja nicht bestätigen, weil da könnte jemand dann mich irgendwie konfrontieren und die sind alle so böse dann zu mir. Es war man, es Kiven, sagt's, was nicht passt, wenn euch was nicht gefällt. Es kann nicht so schwer sein. Jetzt blätter ich da dieses Facebook durch. Also ein Kriminalroman könnte nicht schlimmer sein, oder? Was da alles passiert? Und wenn ich mich über die Aswener lustig mache, weil sie nicht gestrahlt haben. Oh. Na, dann fahren wir halt langsamer. Obwohl, das haben auch nicht alle so im Griff. Da haben mich manche überholt. Da haben wir gedacht, bumm, da gibt es keinen Murren. Aber wir haben ja eine Feuerwehr. Die brauchen ja auch was zum Tun. Die müssen ja die Leute wieder ausschneiden, wenn sie sich einbauen. Also ich blätter da. Ja, und noch etwas. Ich höre mir gern andere Meinungen an, kein Thema. Aber ich lasse mir andere Meinungen nicht aufzwingen. Weil ich bin fast 60. Und da gibt es tatsächlich ein paar so, es waren einige, die viel jünger sind als ich, die mir erzählt haben, wie das Leben funktioniert oder wie ich an Gott zu glauben habe. Ich bin gläubig, keine Sorge, ja. Aber wie ich glaube und woran ich glaube und mir zum Beispiel ausreden wollen, dass es niemals Außerirdische auf dieser Erde gegeben hat. Da will ich nicht damit diskutieren. Habt eine Meinung, ich habe meine. Aber das mir eigentlich nicht aufzwingen. Vielleicht erkennen Sie ein paar, alle sind noch nicht gesperrt und blockiert. Vielleicht erkennen sich einige, dass ich genau dich meine. Genau dich. Dass der Finger da jetzt genau in die Kamera zeigt. Das ist blöd mit dem Handy, da ist das die Kamera auf der Seite. Nächstes Mal nehme ich wieder die GoPro. Darf man Werbung machen? Darf man. Ich blätter da wieder, vielleicht finde ich jetzt noch irgendwas, bevor ich schließe. Und dann. Ja, da wird auch wieder was verboten. Oh Gott, oh Gott. Also bleibt alle fröhlich. Und falls noch nicht das neue Jahr begonnen habt, ich beginne es jetzt auch wieder. Es ist Donnerstag. Es geht gleich in die Arbeit. Hurra, 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 hurra. Also, bleibt fröhlich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis.